Erstmals seit 1996 gibt es nur noch zwei deutsche Formel-1-Piloten und Zukunft des Heim-Grand Prix ist offen. Wohin führt der schwarz-rot-goldene Weg in der Königsklasse des Motorsports? 12 der letzten 24 WM-Titel in der Formel 1 gingen an Michael Schumacher, Sebastian Vettel oder Nico Rosberg. Der Stuttgarter Autobauer Mercedes dominiert seit 2014 quasi nach Belieben. Und doch durchlebt Königsklasse des Motorsports in Deutschland gerade eine ganz schwierige Phase. Vettel und Nico Hülkenberg sind in der am Sonntag beginnenden Saison einzigen deutschen Stammpiloten, so wenige waren es zuletzt 1996. Und der große Preis von Deutschland steht vor einer ungewissen Zukunft, der Vertrag endet in SEM Jahr. Bislang haben wir etwa 50.000 Karten verkauft, das sind rund 30% mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2016. Wir sind sehr zufrieden, sagte Georg Seiler, Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH. Nach einjähriger Formel-1-Abstinenz ist der Appetit auf den PS-Zirkus hierzulande also wieder gewachsen. Und doch, was heute ein Erfolg ist, hätte man zu Zeiten der Schumi-Mania für einen schlechten Scherz gehalten. Zwischen 1995 und 2006 wurde alljährlich nicht nur in Hockenheim, sondern auch auf dem Nürburgring gefahren. Die Ränge waren wie selbstverständlich mit mehr als 100.000 Menschen besetzt. Andere, wohl nicht mehr wiederholbare Zeiten. Kein finanzielles Risiko eingehen für das Jahr rechnet Seiler mit 60.000, vielleicht sogar 70.000 Fans auf den Tribünen. Faktoren hierfür sind Erfolge von Vettel und Mercedes, aber auch niederländische Völkerwanderung, Red Bull-Pilot Max Verstappen in Gang gesetzt hat. Zudem arbeitet Hockenheim mit Rabatten, vor allem Kinder und Jugendliche können sparen. Derartige Maßnahmen sind mittlerweile notwendig, will man schwarze Zahlen mit dem Prestigeobjekt Formel 1 schreiben oder wenigstens das Minus in Grenzen halten. So verzichtete der Nürburgring 2015 und 2017 aus wirtschaftlichen Gründen auf Austragung des Rennens. Hockenheim hat nur einen Vertrag für geraden Jahre, und der läuft mit dem Grand Prix am 22. Juli aus. Konkrete Gespräche über das Rennen 2018 hinaus werden wir demnächst aufnehmen, sagte Seiler, aber klar ist, Liberty Media hat Sachlage erkannt. Und lautet, wir werden keinen Vertrag schließen, mit dem wir ein finanzielles Risiko eingehen. Nürburgring steigt nur bei sinnvollen Rahmenbedingungen ein. Tatsächlich scheint neue Formel-1-Führung dazu bereit, eine niedrigere Antrittsgage anzusetzen als der langjährige Promoter Bernie Ecclestone. Der deutsche Grand Prix hat eine große Historie, beteuerte Königsklassenboss Chase Carey zuletzt. Wir kämpfen dafür, dass es nach 2018 weitergeht. Ein alljährlicher Heim-Grand Prix scheint allerdings nur durch eine Rückkehr zum Wechselspiel zwischen dem Hockenheimring und dem Nürburgring realisierbar. Dessen Geschäftsführer Mirko Markfort würde es sehr begrüßen, den PS-Zirkus erstmals nach 2013 wieder in Eifel zu holen. Allerdings, sagte er dem Fachmagazin Autosport, müssten hierzu sinnvolle Rahmenbedingungen vorliegen. Nicht nur Zahl der Formel-1-Gastspiele in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren drastisch reduziert, auch Fahrer mit deutschem Pass werden immer weniger. Auf dem Höhepunkt 2010 standen noch 7 Deutsche in der Startaufstellung. Durch den Rücktritt von Rosberg nach dem WM-Titel 2016 und das Aus von Pascal Wehrlein bei Sauber ist am Sonntag beim Großen Preis von Australien in Melbourne 7.10 Uhr MEST RTL nur noch ein deutsches Duo am Start. Deutscher Nachwuchs wartet auf Chance. Die Ursachen sind komplex. So sind immer mehr Teams darauf angewiesen, ihre Cockpits an Fahrer mit potenten Sponsoren zu vergeben. Williams schickt 2018 mit Milliardärssohn Lance Stroll aus Kanada und dem russischen Neuling Sergei Sirotkin gleich 2 Pay-Driver ins Rennen. Bei Sauber sitzt der Schwede Marcus Ericsson dank eines Konsortiums aus seiner Heimat seit Jahren fest im Sattel. Auch nehmen immer mehr Proteges der großen Teams einen, der nur noch 20 Sitze ein. Jüngster Profiteur ist Ferrari Junior Charles Leclerc bei Sauber, zum Leidwesen von Wehrlein, der trotz Unterstützung von Mercedes in SEM ja ohne Stammplatz ist. Deutscher Nachwuchs ist der noch vorhanden, so ist Wehrlein erst 23. Auch in den unteren Klassen machen Fahrer auf sich aufmerksam, etwa Maximilian Günther.
oder ein gewisser Mick Schumacher.